Der Morgen in Mentone ist wunderschön. Die Sonne scheint, das Meer ist blau wie der Himmel. Für Oktober ist es noch sehr angenehm warm. Und wir sind jetzt startklar zu unserer nächsten Etappe nach Monte Carlo. Monte Carlo ist keine 20 Kilometer von Mentone entfernt. Das sollte also kein Problem sein. Wir nehmen die kurvige Bergstraße mit dem Blick zur Küste und bald sind wir auch da. Monaco ist eine winzige, unabhängige Stadt, eine konstitutionelle Monarchie mit ca. 40.000 Einwohnern. Bekannt in aller Welt ist vor allem der Stadtteil Monte Carlo mit der eleganten Spielbank aus der Belle Époque und der Oper Salle Garnier, den zahlreichen Luxushotels, Boutiquen, Nachtclubs und Restaurants. Noch ein paar Ampeln, ein paar Kreuzungen und dann haben wir das Ziel unserer Rallye erreicht. Den Platz vor dem Casino Monte Carlo. ...1950 Kilometer in 6 Etappen von Monheim am Rhein bis Monte Carlo am Mittelmeer. Das haben wir jetzt geschafft. Unser Tiguan kommt jetzt in die Garage unter dem Platz. Oben, neben den Ferraris und den Lamborghinis, haben wir uns nicht getraut zu parken. Wir sind zurück auf dem Platz vor dem Casino. 2020 wurde er nach dem Vorbild von 1850 umgestaltet. Erhalten blieb nur der Himmelsspiegel des Künstlers Anish Kapoor, in dem sich die prächtigen Belle Époque-Gebäude des Hotel de Paris, des Café de Paris und des Casinos spiegeln. Und natürlich auch das Abbild der Fotografin. Vor dem Hotel de Paris parken ein paar ausgefallene Autos, die von den Jungs bewundert werden. Wonach die Mädels Ausschau halten, habe ich nicht herausgefunden. Auf der Terrasse des Café de Paris sind noch Plätze frei, also nix wie hin. Es ist schön hier und es macht Spaß. Wir genießen die Zeit wie Gott in Frankreich. Von hier aus haben wir auch einen guten Blick auf das Geschehen vor dem Casino. Die Spiele sind wohl noch nicht da, aber einige Touristen sind auch neugierig. Die vor dem Eingang parkenden Autos vermitteln einem das Gefühl, wer hier rein darf. Wir trauen uns. Ins Foyer dürfen wir kostenlos eintreten. 1863 haben die Grimaldis den französischen Architekten Jules Tuzet beauftragt, dieses Gebäude zu errichten. Damit versuchten die Grimaldis, dem Bankrott zu entrinnen.
Heute ist die Spielbank eines der ältesten Casinos der Welt. Das war's jetzt. Um 14 Uhr beginnt der Spielbetrieb. Alle ohne Anzug und Krawatte müssen das Haus verlassen. Und das ist auch interessant. 1878 wurde auf der Rückseite des Casinos als Erweiterung das Opernhaus gebaut. Dieses Geräusch ist bestimmt vielen auch bekannt. In Monte Carlo wird der große Preis von Monaco ausgetragen. Der Rennkurs befindet sich mitten in der Stadt. Die Strecke ist 3,337 Kilometer lang. Der Streckenrekord beträgt 1 Minute und 12,909 Sekunden. Er wurde im Mai 2021 von Lewis Hamilton auf Mercedes aufgestellt. Über einen Teilstück der Rennstrecke verlassen wir jetzt Monte Carlo und fahren weiter nach Nizza. Wir sind wieder auf der Panorama-Bergstraße unterwegs. Von dort hat man einen wunderbaren Ausblick auf die 5 größte Stadt Frankreichs. Dieser Anblick erinnert mich an den Film Über den Dächern von Nizza aus dem Jahre 1955. Academy Award winner Grace Kelly, two exciting personalities who were made for each other. And now Alfred Hitchcock brings them into very close contact in this perfect tale of romantic intrigue, filmed on the beautiful French Riviera. You have a very strong grip, the kind a burglar needs. That's why you came out here, isn't it? Damals haben wir davon geträumt, einmal in Nizza zu sein. Es hat zwar etwas gedauert, aber heute sind wir hier. Die Stadt gehört seit über 100 Jahren zu den beliebtesten und schönsten Reisezielen an der Côte d'Azur. Der Zar von Russland und die Königin Victoria von England mit Gefolge und der ganze europäische Hochadel hatten hier überwintert. Um das Jahr 1890 verbrachten hier etwa 22.000 Gäste den Winter. 20 Jahre später waren es bereits 150.000, heute sind es 5 Millionen im Jahr. Wir möchten uns umschauen und machen jetzt eine Pause auf unserer Tagestour.
Unser kurzer Spaziergang beginnt am Yachthafen. Mit seinen 503 Anlegestellen, 12 Quays und einer Wasserfläche von 10 Hektar gilt er auch als wichtiger Kreuzfahrthafen im Mittelmeer. Rund um den Hafen gibt es auch viel Sehenswertes. Unser Spaziergang führt uns in die Innenstadt mit schönen kleinen Cafés und Restaurants. Da können wir nicht widerstehen. Die mediterrane Küche bietet einem viele Leckereien. Nizza ist nicht nur ein Badeparadies, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Es gibt hier viele Museen und Galerien. Neben den Werken von Matisse oder Chagall gibt es aber auch architektonisch Ausgefallenes zu sehen. Zum Beispiel die La Tête Carrée, eine riesige Skulptur von dem französischen Künstler Sacha Sosno entworfen und von zwei Architekten Francis Chaput und Yves Bayard 1997 gebaut. In diesem 30 Meter hohen und 14 x 14 Meter würfelförmigen Kopf befinden sich die Büros der Stadtbibliothek. 4 Etagen an Büroräumen und 3 Etagen an Bücherregalen verstecken sich im Inneren des Kopfes. Die tagsüber-massive Betonskulptur verwandelt sich in der Dunkelheit zu einem außergewöhnlichen Lichtkunstwerk. Unser Spaziergang in Nizza ist jetzt beendet. Viel mehr reicht die Zeit heute nicht aus. Und es gibt doch noch so viel mehr zu sehen. Vielleicht ein anderes Mal. Über die Grand Corniche, die Küstenpanoramastraße, verlassen wir jetzt die Stadt. Unser nächstes Ziel ist Cannes. Wir erreichen Cannes in den späten Nachmittagsstunden. Die Sonne steht schon tief am Horizont, das Meer ist ruhig und die Berge liegen im Abenddunst. Der Strand ist leer und ein einsames Schiff verlässt die Bucht von Cannes. Wir fahren jetzt den Boulevard de la Crozette. Der folgt dem Küstenverlauf und wird von Sandstränden, exklusiven Boutiquen und Luxushotels gesäumt. Hier liegt auch das berühmte Hotel Carlton. Das Hotel wurde 1911 von dem Architekten Charles Dumas entworfen. 1913 war das Gebäude in seiner heutigen Form fertiggestellt. Das Carlton war von Anfang an die Luxusherberge der High Society. Hier traf 1920 die Modedesignerin Coco Chanel Ernst Büchs, der in Russland ein bekannter Parfümentwickler des Zaren war.
Das Ergebnis dieser Begegnung war Chanel Nr. 5. Hier wurden Szenen zum Hitchcocks Film Über den Dächern von Nizza gedreht und hier soll Fürst Rainer von Monaco mit Grace Kelly angebandelt haben. Das Carlton ist auch die beliebteste Absteige für Hollywood-Stars und die Filmschaffenden, die sich hier alljährlich zum Filmfestival treffen. In dieser Zeit kostet das günstigste Zimmer 800 Euro pro Nacht, ohne Frühstück allerdings. Ein paar hundert Meter weiter kommen wir auch schon zum Palais des Festivals. Hier findet alljährlich der internationale Filmfestival statt. Hier laufen die Weltstars über den roten Teppich und hunderte an Fotografen lassen ihre Kameras klicken. Heute ist es hier sehr ruhig. Der Zugang ist gesperrt und wir haben gar nicht die Möglichkeit, den roten Teppich zu berühren. Träumen ist aber erlaubt. Es ist, wie es ist. Habe mir das alles etwas pompöser vorgestellt. Ist halt alles nur eine Illusion. Und wenn die Sterne glänzen, ist die Welt viel schöner. Bevor es zurück nach Menton geht, schauen wir uns, dank Google, Cannes aus der Vogelperspektive an, damit man eine Vorstellung von der Stadt bekommt. Live-Bilder machen wir vielleicht ein anderes Mal.